Du bist bekanntermaßen kein großer Mario Barth-Fan. Kannst du was dazu sagen? Was stört dich an ihm genau? Und gibt es überhaupt deutsche Comedians, die du dir geben kannst? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt extrem exzellente deutsche Comedians. Ich finde, ich bin ein sehr, sehr großer Christian Ulm-Fan, der meiner Meinung nach auch halt ein unfassbar guter Schauspieler ist. Ich bin natürlich sehr großer Loriot-Fan, weil ich das finde, dass er das total auf den Punkt bringt, so wie der Deutsche an sich halt ist. Loriot ist jetzt aber halt ja schon ein bisschen älter. Ich finde, ich glaube, Serdal Saymonchu heißt der. Den finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, der hat eine Glatze, aber. Ja, das ist der immer der so aggro drauf ist, ne? Nee, das ist Buddy Ogün. Den finde ich auch sehr, sehr gut. Es gibt richtig krass gute Sachen. Mir gefällt halt an Mario Barth nicht, dass das halt irgendwie so ein Humor ist, der halt irgendwie nur mit Klischees arbeitet, irgendwie sich so über angebliche so Standardsachen bei Frauen irgendwie lustig macht. Und das ist halt für mich irgendwie so allerunterste Ebene. Ich finde es einfach doof, aber die unterste Ebene funktioniert immer am besten so. Darum verkaufen ja auch Schlager so viele CDs oder die Bild halt irgendwie so viele Zeitungen. Ja, cool. Du bist seit Juni bist jetzt auch Vater. Mir hat ein Tweet, nennt man das, glaube ich, bei Twitter besonders gefallen. Gestern Abend meiner Tochter zur musikalischen Frühbildung einen Max-Herre-Song vorgespielt. Seitdem kotzt sie ununterbrochen. Armes Ding, sag doch mal wieder was zu. Ja, das ist tatsächlich so. Also meine Tochter, der spiele ich immer Musik vor. Und ich habe ihr schon die unterschiedlichsten Richtungen vorgespielt. Death Metal und Klassik und Beatles ohne Ende, Motown, Beach Boys, Rap-Musik natürlich auch. Und weil ich einfach will, dass sie so von Anfang an alles Mögliche hört, damit sie sich dann entscheiden kann. Weil ich meine, Musik ist also für mich irgendwie so das wichtigste Ding im Leben. Und auch Kleinkinder sind ja sehr sensibel für Musik und die mögen das halt irgendwie gerne, Musik zu hören. Das ist ja so nachgewiesen, dass die auch so bei klassischer Musik irgendwie bei manchen Dur-Akkorden irgendwie leichter einschlafen oder so. Und ich zeige ihr halt irgendwie alles Mögliche. Und dann habe ich hier irgendwann mal so einen Mix vorgespielt mit deutschem Hip-Hop. Und da war das eine Max-Herre-Lied drauf, was ich ganz gut finde so. Welches ist das? Ich weiß nicht genau, wie das Lied heißt, aber da hat er eine sehr, sehr geile Zeige. Da sagt er irgendwie so, in der 8. Klasse kam Julia, seitdem wusste irgendwie mein Kumpel, was Liebe ist, ich, was Blues war. Irgendwie sowas, das fand ich echt gut. Und das habe ich ihr halt irgendwie gezeigt und dann hat sie halt in dem Moment irgendwie angefangen, krass zu kotzen. Und das ging dann irgendwie 2 Tage lang und das hatte natürlich irgendwie nichts mit der Musik zu tun, höchstwahrscheinlich. Aber es war halt irgendwie Zufall, dass sie genau in dem Moment dann angefangen hat. Ja, war auf jeden Fall saulustig. Du hast bei Twitter auch noch deine Pläne angesprochen, Diktator zu werden. Und dass du dann gegen Mario Barth und Ed Hardy vorgehen würdest. Kannst du uns dein politisches Programm weiter erläutern? Ich meine, als Diktator wird man nicht gewählt, aber du willst ja vom Volk geliebt werden, damit du möglichst wenig Leute hinrichten musst. Also von daher, vielleicht beschreib uns deine Diktatur mal etwas genauer. Also es ist natürlich jetzt nicht ernst gemeint, dass ich Diktator werden will, aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die mich stören und die würde ich, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, auf jeden Fall verbieten. Und für mich ist sowas wie Ed Hardy, das ist halt so echt so visuelle Verschmutzung und du siehst das halt irgendwie überall und es ist halt so wie optischer Krebs, der einem halt irgendwie so ins Auge brennt. So. Es gibt halt manche Sachen, die möchte man halt einfach irgendwie nicht sehen. Genauso wie zum Beispiel diese Fernsehwerbung von diesem einen Telefonanbieter, die immer so vor so grünem Hintergrund ist mit so einem komischen Bayern. Ich weiß nicht, wie der Telefonanbieter heißt. Wissen wir alle, aber sagen wir einfach mal besser nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese Werbung stresst mich unfassbar. Was mich auch unfassbar stresst im Radio, ist der Werbejingle vom Heidepark Soltau. Das ist wirklich richtig nervig. Dann der alte Schneekoppe-Werbejingle nervt mich unfassbar. Und es gibt halt, ja, es gibt eine ganz lange Liste von Sachen, die ich dann gerne abschaffen würde, aber das ist natürlich im Endeffekt auch nur Spaß. So. Ja, auf jeden Fall. Also, was mit visuelle Verschmutzung ist, war, ich habe neulich ein Bild gesehen auf dem Festival, da hatte einer das Ed Hardy Logo auf den Nacken tätowiert. So viel dazu. Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, deswegen sag doch nochmal was zu der Trennung von Universal. Also, du hast mit Teenage Mutant Horror Show hast du, also Teil 2 hast du den besten Charteinstieg bisher gehabt. Würdest du sagen, dass es grundsätzlich unnötig war, bei Universal zu sein, weil du Independent genauso gut oder noch mehr verkaufen kannst? Also es war jetzt nicht grundsätzlich irgendwie falsch, weil
Ich denke, dass irgendwie jeder Künstler denkt sich halt, dass er irgendwann mal Major sein muss. Und man probiert das halt irgendwann mal aus. Also ich meine, die meisten Leute machen das irgendwie, die jetzt einen gewissen Anspruch haben an ihre Musik. Die wollen halt irgendwie, dass die irgendwie auf dem mit genug Medienpower und mit genug Manpower, die dahinter steht, irgendwie gemacht wird. Und insofern wird das wahrscheinlich jeder, wenn er irgendwie mal die Chance dazu hat, irgendwie mal auszuprobieren. Und Universal war jetzt ja auch zu uns nicht irgendwie das mega böse Major, sondern es waren ja echt coole Leute, aber es hat halt irgendwie nicht geklappt und die Fans fanden es auch nicht so cool. Und jetzt, wo wir halt quasi weg sind von Universal, aber auch weg sind von No Peanut, sozusagen dem alten Independent-Label, und ich das alles mit meinem besten Kumpel sozusagen zusammen mache, ja, da macht es eigentlich so viel Spaß, wie es noch nie gemacht hat, und wir können halt einfach machen, was wir wollen, ohne irgendwie mit 1000 Leuten darüber zu reden. Und es klappt natürlich irgendwie noch vom Erfolg her wesentlich besser, als es davor geklappt hat. Also die Konzerte werden immer voller. Es macht sehr viel Spaß, live zu spielen. Wir spielen sehr, sehr viel live. Wir treffen sehr, sehr viel Fans und Hörer. Und es ist einfach sehr, sehr geil. Also es ist auf jeden Fall. Es hat noch nie so viel Spaß gemacht, Musik zu machen, sage ich es mal so. Und wenn wir dann natürlich irgendwie noch besser charten mit relativ wenig Aufwand, als halt irgendwie damals mit sehr, sehr hohem Aufwand, dann ist das natürlich irgendwie eine schöne Sache, so auf jeden Fall. Und da muss ich mich sehr bedanken bei meinen Fans. Also vielen Dank fürs Nicht-Runterladen. Und aber auch danke bei den Leuten, die runterladen, weil die hören sich's ja auch an. Und eigentlich mag ich nur die Leute nicht, die weder runterladen noch kaufen. Die also nicht hören. Alles klar. Ja, es ist schön zu hören, dass, wenn sich keiner einmischt, dann der Erfolg noch größer ist. Unterstreicht auf jeden Fall den Anspruch jedes Künstlers. Abschließend, im letzten Sommer hattest du mit Selçuk Erdoğan ein Interview auf Splash geführt, in dem du relativ heftig angeprangert hast, dass man sich mehr um politische Themen kümmern sollte. Hat das jetzt deine Grundeinstellung porträtiert, oder war das eine Momentaufnahme, weil du gerade angepisst warst deswegen? Ach, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich glaube, ich war da unheimlich betrunken so. Das ist die Und nächste Frage gewesen. vielleicht, also vielleicht ist es natürlich irgendwie Unsinn, in so einem Interview über so politische Sachen umfassend reden zu wollen, weil da kannst du irgendwie einen Kongress machen und mehrere Tage dich darüber tot diskutieren, und selbst dann hast du irgendwie die Probleme noch nicht richtig ausdiskutiert. Aber unterm Strich finde ich das eigentlich schon wichtig, wenn man als Musiker sozusagen nicht nur über seinen aktuellen Release redet und dafür irgendwie Werbung macht, weil das ist ja irgendwie, was die meisten Künstler machen, so in ihren Interviews. Die sagen halt, dann und dann kommt mein Album, bitte kauft es euch an, kauft es, hört es euch an, es ist unfassbar toll, bald kommt meine Single, kauft meine T-Shirts, kommt zu meinen Konzerten und so. Und ich finde das eigentlich interessant, wenn Leute, die Musik machen, wenn man die mal irgendwie zu anderen Themen fragt, nämlich was die halt über irgendwie politische Geschehnisse denken, über die Lage im Land oder die Lage auf der Welt, weil das sind im Endeffekt die Leute, zu denen die Jugend noch irgendwie aufschaut. Die Jugend glaubt, glaube ich, nicht irgendwie an Politiker und denkt, das sind sowieso nur irgendwie korrupte Arschlöcher, was wahrscheinlich auch die meisten sind. Die Jugend interessiert sich nicht so krass dafür, was ihre Eltern oder ihre Lehrer ihnen sagen, weil das sind sowieso die Leute, die ihnen alles verbieten, so. Also bleiben im Endeffekt halt nur noch die wenigen Idole, die halt irgendwie einem Jugendlichen zur Verfügung stehen, und das sind halt irgendwie Musiker oder halt irgendwelche Sportler oder Schauspieler. Und ein Sportler muss nicht besonders viel denken in der Regel, sondern halt irgendwie einen Ball treffen. Ein Schauspieler muss eigentlich auch meistens nicht so krass viel denken, sondern halt irgendeine Rolle verkörpern. So. Also das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie im Regelfall irgendwie dumme Leute sind, aber das sind jetzt auch nicht so oft irgendwie Leute, die politisch engagiert sind. Aber Musiker sind ja schon irgendwie Leute, die Texte schreiben und sich einen Kopf machen. Und natürlich ist es cool, wenn die dann irgendwie was sagen über Politik, und dann hört sich vielleicht ein Jugendlicher das eher an, als wenn das irgendein anderer Typ sagt halt. Ja, nice. Dann würde ich sagen, beenden wir das Interview damit. Stellen wir uns einfach mal vor, unser Bundesaußenfruchtkuchen Guido Westerwelle würde 16 Bars.de gucken. Richte doch mal ein paar Worte an ihn. Lieber Guido, try to speak English. It's easy. You can learn it at school. Und ja, good luck for the future from the Germans. Alles klar, das war Prinz P, Song and Seed für 16bars.de. Sehr nice, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Schön, dass du Zeit hattest, und dann viel Erfolg beim Konzert, auf das die Leute springen. Seid ihr noch da zum Konzert? Aber sicher. Sehr schön.